Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon World Next Order. Und wir befinden uns auf dem Schiff von... Ihr legt mich doch am Arsch, lasst mich doch in Ruhe. Seid doch ganz schön aggressiv, wisst ihr das? Wirklich sowas Aggressives. Die Licht, die gefällt. Für dich habe ich auch. Wo schon? Muss den Flügel umgestalten. Die Hörner als Stabilisatoren nutzen? Wer bist du? Du wirst meine Forschung wohl ohnehin nicht verstehen. Meinst du? Alter, bist du fix! Sowas von der Exigitation nutzen. Aber das will ich noch nicht. Oh, hier haben wir noch was. Die Gold. Okay, ich hätte mir ja was aufgeschrieben. Ich glaube, bei Cutmod habe ich das schon gefunden, ne? Ja. Schwarzes Gatumon. Immer her damit. Vor allem mit den seltenen. Mit den seltenen Materialien. Vor allem damit. Damit könnt ihr ankommen. Die Tiefsee. Hä? Sehe ich da einen Menschen? Suchst du hier nach Schätzen? Leider findet man hier keine Schätze mehr. Es gibt jedoch einige Wertgegenstände, die für einen Piratenfan interessant sein könnten. Genau, mit Piratenfan meine ich diesen Black Gatomon hier. Wenn du interessante Piraten-Items findest, wäre es toll, wenn du sie mir bringen könntest. Ich kaufe sie dir für einen fairen Preis ab. Denk darüber nach. Du könntest lieber gerne in die Stadt zurückkehren. Oh. Aufheben. Na gut, machen wir halt. Den da. In Ordnung, abgemacht. Du hast 300 bezahlt. Bring mir noch mehr. Ja, oh, wenn ich dir was finde, bekommst du auch mehr. Nun, du.
Dann geht's auch noch mal raus. Ja, durch. Hey! Wollte gerade sagen. Und los. Flacher nehme ich auch noch mit. Und dich da nehme ich mit. Die richtige Nacht. Taumann Silber. Ich will mit dir sprechen. Oho. Ich hänge hier nur rum, beachte mich einfach gar nicht. Sicher? Okay. Nice. You're doing it. You did it. That's the way. Das kann ich ja jetzt nicht umsetzen lassen. Perfekt. Wir ziehen Holodisk. Oh. Ja, haut ab. Und wie, du hängst sie bloß ab. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du echt nicht bringen. Wo geht's denn hier? Zum Modflagge. Oh! Du kannst ja aber rumlaufen. Definitiv ist hier voll was. Oh, mach ihn anderen. Hallo, lange nicht gesehen. Ich kann dich mal um einen Gefallen bitten, Kumpel. Ich habe etwas Wertvolles auf einem der Schiffe am Kap verloren. Du wirst es
für mich suchen? Bitte? Was verdammt? Du wirst es wissen, wenn du es siehst. Sagen wir einfach, es ist perfekt für die für diese schwer zu erreichende Stelle. Okay, dann mal viel Glück. Ich habe ein kostbares Item irgendwo auf einem Boot verloren. Es ist schwer zu erkennen, aber du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Sorry. Ja, was soll ich mir denn darunter vorstellen? So, wo geht's aber zu? Da vorne geht es lang. Schwarzes Digizoid. Ja, ein paar Brocken stehen ja noch, hm? Was ist denn das? Himmlische Kristallie. Wie was? Ich habe keinen Platz mehr für Items. Was ist denn das? Dann lass den Scheiß da liegen. Das ist sowieso nach Hause, wenn... Over here. Ready to eat? Here you go, here you go. So, ihr seid beide voll? Sehe auf nach Hause, wenn ich keine Dings bin. Aber hier Ostküste? Kontrollinsel. Auf diesem Ende war ich ja noch gar nicht. Ja, okay, aber... Chrom-Digizoid. Nice. Nochmal da oben Chrom-Digizoid. Und nochmal. Ja, leg mich am Arsch. Kontrollinsel. Ja, leg mich drauf, Arsch! Du da. Kagurumon. Was willst du von mir? Hat dich geschickt, nicht wahr? Aber du kannst wohl keine Items mehr tragen. Mach etwas Platz in deinem Inventar und komm dann wieder. Okay. Kein Problem.
ist der Kontrollraum. Von hier aus wird Ex Machinas Landschwebesystem gesteuert. Im Moment ist das Landschwebesystem in Standardmodus. Es ist derzeit nicht nötig, die Topographie zu verändern. Was willst du von mir? Hä? Vor kurzem habe ich eine Digi-Mail an Gattungen erhalten. Ich habe eine vage Ahnung, worum es geht. Hier, nimm. Ist offenbar eine höchst dringende Aufgabe. Bitte, beeile dich und gib ihm das Hagoro-Zahnrad. Oh, warte einen Moment. Das Ex Machina-Betriebssystem wurde zurückgesetzt. Ich lasse die Brücken zur Kreuzzweiginsel, Kontrollinsel und Blumenbeetinsel herunter. Cool. Ich habe die Brücke zur Wir sehen uns. Und du wirst sehen, gleich dort sein. Bitte beeil dich und. So, perfekt. Perfekt, also zurück zur Stadt. Was finde ich noch hier? Schwarzes Digisoll, Krummdigisoll, 200 Mithril, perfekt. Das kann ich nicht mehr tragen. Oh. Komme ich da hinten auch lang ohne Kampf? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste, dass du aufs Klo musst. Weißt du, wo hier das nächste Klo ist? Richtig, nirgendwo. Hey! Oh nee, bitte nein. Ich hab lieber das mit. Okay, hier. Ich brauche ein Klo, ich brauche ein Klo, ich brauche ein Klo, ich brauche ein Klo. Wo finde ich jetzt ein Klo? Am ersten. Oh, sie waren das, ein Rapidmon. Kann nicht sein, das ist übrigens jetzt nicht. Geht jetzt erstmal nicht mit mir, okay? Okay. Ich habe sowieso gerade wichtige Sachen. Bitteschön, ich danke dir vielmals. Nun denn, beginne Reparatur. Öffne Wartungsklappe. Tausche Zahnradkranz. Sorry. Luftzahnkranz Nummer 3, Reparatur abgeschlossen. Endlich kann ich wieder laufen. Danke für deine Hilfe. Energiereserve gefunden. Ich nutze sie, um damit nach Floatien zu gehen. Ich werde dort für dich bereitstehen. Bitte nimm mich mit. Ja, warte, warte, Mittag. Wir sind irgendwie bald da. Schnauze, Handy! Das Mann ist krank. Ja. Warte, 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 warte. Vielleicht habe ich irgendwas für dich. Und erstmal muss ich hier was ausschalten. Alter, Alter, ne? Perfekt.
Ich muss ganz, ganz dringend ein Klo finden. Da vorne. Ich meine, die kenne ich doch. Schön, dass es dir wieder gut geht. Schau mal. Defekt Ex Machina habe ich auch gefunden. Das heißt aber auch, dass ich jetzt mindestens drei Sachen hätte, ne? Also 1, 2, 3. Genau, und 5 Sachen, das heißt mir fehlen 2. Euch beide kenne ich doch. Du hast tolle Arbeit geleistet. Jetzt können wir die beschädigte Stelle eingrenzen. Kannst du zu Gigi Schimmons Haus kommen, um einen Blick auf unsere Entdeckung zu werfen? Aber sicher doch, Miri. Keine Sorge, ich komme. Oh, da bist du ja. Wie ich es mir gedacht hatte. Das ist Defekt Ex Machina, ein Teil aus beweglichen mechanischen Blöcken. Siehst du die riesigen Zari? Die und dieser Boden bestehen aus alter Technologie. Davon ist der Kontrollraum zum Bewegen des Bodens. Ich glaube, dort kannst du den Weg auf Power verändern. Das dürfte wohl alles erklären. Glaube ich auch. Denkst du, der Mensch weiß nicht, wer wir sind? Weil du mittlerweile blau geworden bist. Nein, das geht nicht. Ich muss einfach akzeptieren, dass ich blau bin. Das war ein Spaß. Sollen wir nach Hause gehen? Falls du uns vergessen hast, Sora, sollten wir dich daran erinnern, wer wir sind. Wir sind digitiert, und zwar, weil wir die Stärksten werden wollen. Letztes Mal waren wir nicht stark genug, aber diesmal kannst du es mit uns nicht aufnehmen. Zeigen wir, wie stark und wild wir sind. Oh, ich kann zumindest versuchen, ne? Also ehrlich gesagt hasse ich das, wenn das so passiert, ne? I'm sorry. Tut mir leid, Jonas, Mann, aber jetzt bist du ganz alleine. Good hit. Just like that. Mann, du kannst jetzt nicht mehr irgendwas einsetzen. What's wrong? Calm down, just like that. Das ist so das, was mich gerade ankostet, weißt du? Hab ich... Wissen Sie, dass ich einbesiege? This'll show 'em. Irgendwo habe ich es geahnt. I'm sorry. I'm so sorry. Also, ich muss auch sagen, die sind auch ganz schön stark. Aber richtig stark.
Gut, aber ich würde sagen... Wow, Lush, don't be a barnacle. Let our friend breathe. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Auch gerne einen netten Kommentar, würde mich riesig drüber freuen. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr mich auch gerne mit einem Abo auf den Kanal unterstützen. Dies tut natürlich nicht weh, kostet auch nichts. Mich würde es aber mega riesig freuen. Vergesst dabei aber bitte nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video, was YouTube euch vorschickt. Und rechts ist wie immer die Playlist zu diesem Projekt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.